Was ist das für eine Farbe? Ihr macht auf die einzige Zahnbürste, die ich habe, ein schönes Käse drauf. Gut, meine Freunde, heute werde ich meine Geschwister Egg und Yasuo 48 Stunden lang pranken, Leute. Und ich hoffe, dass ich am Ende des Videos noch lebe. Weil Egg zu pranken ist so eine Sache. Aber beide Geschwister zu pranken... Ich weiß ja nicht, Leute, aber stell dir mal vor, am Ende des Videos tun die beide sich zusammen und gegen mich schießen. Hoffentlich passiert das Ganze nicht, Leute. Und hoffentlich lebe ich am Ende des Videos noch. Yasuo und Egg haben safe noch keine Zähne geputzt, Leute. Wir haben schon, ich glaube, gegen 11 jetzt gleich. Und jetzt kommen wir zum ersten Prank. Und zwar haben wir hier Lebensmittelfarbe. Wir färben deren Zahnbürste ein und dann sind halt deren Zähne voll damit. Naja, also Leute, ich weiß jetzt nicht, wie lange Egg diese Zahnbürste hat, aber ich kann euch sagen, egal wie lange sie hat, sie benutzt sie nicht oft, weil ihr seht, diese Stoppeln hier, die sind alle noch gerade. Ja, Egg. Und das ist wahrscheinlich Yasuo. Yasuo kriegt eine Special-Farbe und zwar Pink. Dass keiner weiß, dass ich das war, Leute, mache ich meine Zahnbürste jetzt auch mit so ein bisschen Lebensmittelfarbe. Leute, ist damit auch ein Prank für Egg vorbereitet. Von wo hast du das? Oh, okay. Sie hat keinen Bock. Von Amazon hat sie gesagt, Leute. Falls ihr euch das kaufen wollt, kleiner Tipp, macht's nicht. Und zwar Pups-Fart-Spray. Super strong. Wenn Egg gleich aus ihrem Toilettengang rauskommt, Leute, werden wir das halt vor ihrer Türe sprühen. Und dann wird sie denken, dass es ihr eigener Geruch ist. Nee, auf jeden Fall, das ist echt ekelhaft, Leute. Wir haben einmal die Wohnung damit angesprüht und wir hatten diesen Geruch so lange hier drinne. Oh. 3, 2. Egg? Ja. Komm mal raus. Oh nein! Ey Leute, nein. Warum hast du das Fenster zu? Wo habt ihr ihn versteckt, Alter? Oh. Den Chili-Käse? Ja. Oh. Leute, warum macht ihr sowas? Oh, ich kotze gleich, Digga. Jetzt sag, wo der Käse ist! Ich spüre mir Magensekrem überschlägt. Ich wollte zu kotzen. Leute, das kann... Bitte sagt einfach, wo der Käse ist, Leute. Übergebt mich gleich. Oh, euer Ernst, Alter? Ja! Ihr macht auf die einzige Zahnbürste, die ich habe, ein scheiß Käse drauf! Ich hab keine andere Zahnbürste! Warum kriegst du so pink im Mund? Ja, hast du Lebensmittelfarbe reingebracht? Das ist ja ehrlich. Warum ist bei dir blau? Okay. Bei dem ist alles gut. Bitte euch. Oh mein Gott. Egg, schnell raus. Egg, das ist kein Schimmelkäse. Ja, das ist, ich hab gekotzt schon vom Geruch. Ich halte es hier nicht mehr aus, Leute. Heute ist einfach ein schlechter Tag. Selina hat mich gerade ekelhaft angenießt. Meine ganze Wohnung stinkt nach Schimmelkäse. Ich habe eine Befürchtung. Hallo, ich dachte, ich habe jetzt blaue Zähne. Oh, danke schön. Das schmeckt so nasty. Digga, da ist doch irgendwas auf meine Zahnbürste drauf. Wer willst du eigentlich reinlegen, Digga? Jetzt ein oder zwei Stücke? Egg? Nein, es muss. Sag jetzt! Ah. Boah, stinkst. Oh, das ist ja eine Psychopathin. Mein Herz tut schon weh. Du hast geprankt. Wo ist der Käse? Wo ist der Käse, Alter? Ja, jetzt war das. Okay, ist hier in deinem Mini-Haar. Wo ist der Käse? Sag, wo der Käse ist. Ah. Ich hab gesagt, sag, wo der Käse ist! Das war Yasuo! Sag, wo der Käse ist. Okay. Also Leute, ich habe keine Ahnung, was mit Egg los ist, aber es gibt ja gar keinen Käse. Das Einzige, was es gab, ist ja dieses Spray. Und Egg ist irgendwie echt obsessed mit dem Käse. Ich glaube, der irgendwie Traumata oder so. Naja, auf jeden Fall machen wir jetzt einen Prank an sie. Und zwar gibt es jetzt einen schönen Red Bull von uns. Dieses Red Bull ist aber natürlich kein normales Red Bull, sondern Mario Egg Special. Und dazu gibt es eine Cola, Leute, die gar keine Cola ist, weil das ist die Fake-Cola. Ihr erinnert euch noch, als wir gezeigt haben, als wir gelebt haben, wie Yasuo, wie man Fake-Cola macht? Einfach köstlich. Also Leute, Red Bull hat eine neue Sorte rausgebracht und Egg darf jetzt tasten, was für eine Sorte es ist. Und wenn du es errätst,
bekommst du 50 Euro. Irgendwie schmeckt das ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist irgendwas Fruchtiges. Gibt's noch Mango? Nein. Aber es hat im Mango geschmeckt, Leute. Aber es war irgendwie auch voll creepy. Ganz schäumig. Irgendwie so ein Joghurt irgendwie. Okay, Leute, Jasmin ist gerade unten mit unseren Burger King Sachen und kommt nicht hoch. Warum? Und zwar müssen wir Egg runterschicken, weil in ihren Schuhen sind Tomaten, Leute. Und das ist halt so unser nächster Prank. Ihre ekligen Füße ohne Socken und alles in ihre Schuhe mit Tomaten. Oh mein Gott, war das eklig. Und die Vorstellung war eklig, Leute. Und jetzt passiert das Ganze in echt. Ich hoffe, Egg wird schreien. Ja? Ja, chill doch. Leute, er geht jetzt runter zu Jasmin und holt da unser Essen. Was ist das? Bah, Digga, das sind irgendwelche Tomaten, ne? Digga, geht's noch? Ja? Was? Also Leute, ich habe von Tim das Bild geschenkt bekommen. Hier seht ihr ein Egg. So eine Wimper. Ich bin nicht verschmiert. Ja, ist doch jetzt okay. Nein, ist doch jetzt okay. Mein Gott, ich hasse es, wenn du mein Gesicht rummachst. Leute, ich hasse es, wenn Celle mein Gesicht rummacht. Dann, Leute. Oh mein Gott, wie hast du dich da geschminkt? Hä? Ach, guck mal, das ist voll Ding. Leute, ich werde mir jetzt Döner gönnen, weil, Leute, ich schwöre auf alles. Ich habe heute Nacht geträumt von Döner. Back, wenn du innerhalb von 30 Sekunden verschwindest, bekommst du 50 Euro. Hast du Geld dabei? Neuer Tag, neue Pranks, Leute. Und darum erstmal ein Unterduck. Am Morgen schmeckt das am besten. Ich brauche die Energie für die Pranks, die wir heute machen. Leute, ich weiß schon ganz genau, als wir das Video gedreht haben. Und ich habe gesagt, ich werde es abmachen. Aber Leute, das ist bis heute da. Das Ding ist, ich habe versucht, es wegzuputzen. Aber hast du nicht. Okay, habe ich nicht. Ich habe gelogen. Ich putze mein Zimmer nicht. Leute, ja. Habt ihr Bock auf eine Challenge? Ja! Es geht um 50 Euro. Ich brauche das Geld. Wir können ein Domino's bestellen. Was? Ich brauche das Geld für den Arzt. Was? Ja. Kannst du deine Arztrechnung nicht zahlen? Doch. Du bist ja krankenversichert. Die nur wegen Lippen. Also Leute, wir haben diese Zielscheibe hier. Ihr seht, diesen ersten Kreis, da gibt es 50 Euro zu gewinnen. Beim zweiten gibt es 40. Beim dritten kommt ihr leer raus. Auf jeden Fall ist das so. Ihr habt jetzt 2-Cent-Münze und ihr tut das so mit Augen zu. Halt einmal hier runter, hier, also rollen natürlich nicht so, sliden. Und dann, wenn es hier ist, Leute, einfach fallen lassen, ohne zu gucken. Und wenn ihr was gewonnen habt, habt ihr halt Geld gewonnen. Wenn nicht, dann habt ihr, wie den Fall ich gerade eben hatte, nichts gewonnen und geht leer aus. Muss noch über Lippen. Ja. Überall. Ey, du bist geslidet, um so am Anfang von vorne. Hä? Wieso gehst du so oft drüber, Alter? Digga. Komplett weg. Digga. Was ist das für eine Farbe? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sehe aus, kennt ihr? Ey, mein Herz. Das ist doch die Zielscheibe. Wisst ihr, wie ich aussehe? Diese Männer in der Autowerkstatt, die zu viel Öl haben und sich das ins Gesicht schmieren. Es ist Sally, ich schwöre. Leute, wir werden jetzt Jasmin pranken. Und zwar hatte Jasmin ja noch nie gefärbte Haare. Der hatte ja natürlich blonde Haare. Und gleich machen wir Pink Princess drauf. Und er wird denken, dass es Haarspray ist. Aber was er nicht weiß, ist, dass er danach pinke Haare hat. Also Leute, Jasmin kriegt jetzt diese wunderschönen Augenbinde hier aufgesetzt und dann geht's schon ans Haarestylen. Naja, dann jetzt Leute, ist es ganz wichtig, dass wir halt genau gucken. Leute, Jasmins Haare sind fertig. Er sieht jetzt das Final Look. Das ist aber nicht lustig. Leute, also ich muss ehrlich sagen, dass Jasmin echt fresh aussieht. Jetzt mal so. Ah, warte, Sam, hast du die Nummer von Jasmin sein Crush? Dann können wir ihr doch ein Bild schicken von seinem Crush. Ich schaue ihr unsere Videos, die sieht das. Ah, okay. Umso besser. Sag, wo der Käse ist. Ey,
Jack hat so kleine Hamsterbacke, Leute. Und jetzt kriegt dieser paar Kneifer rein mit meinen wunderschön bearbeiteten Händen. Das ist mein MAC-Lippenstift. Boah, Eck bestimmt mit dem Dominus. Schön, Leute, ich hab so Bock auf Dominus. Ich hab Dominus. Das ist so süße Backen. Ich mit der ekligen Hälfte. Jetzt weiß ich, warum jeder immer gesagt hat, du hast Hamsterbacken. Ich zähl, du, deine Hände sind voll schwitzig, Alter. Ich wollen wir jetzt bei Dominus bestellen. Du machst dir so schlechte Laune, Alter. Ja! Also Leute, es gibt nichts auf der Welt, was Yasmin mehr liebt als seine TMs. Und davon hat er drei Paare. Und dieses wunderschöne Paar hier ist jetzt weg. Also ich tue so, als hätte ich die verkauft für 50 Euro. Yasmin hat die für 180 Euro gekauft, Leute. Der wird schreien deshalb. Und er kriegt auch nichts von Geld. Er verliert seine Schuhe und verliert Geld. Ob es ihn glücklich machen wird, weiß ich nicht, Leute. Also ich glaube eher, dass Yasmin mir das aus der Hand reißen wird und fragt, ob ich dumm bin. Das sind die TNs, die ich frisch verkauft habe bei Winted für 50 Euro, Leute. Die Person hat sogar schon gefragt, ob die nicht fake sind oder so, weil 50 Euro für TNs, die meint, das ist nicht normal, der Preis. Zu viel, zu wenig, also für so coole Schuhe. Stimmt. Das sind meine. Das waren deine. Nein. Yasmin, es ist doch immer. Ich habe keinen Kauf. Yasmin, ich habe das Geld schon ausgegeben. Yasmin, wir müssen die schicken. Wir sehen das. Das sind meine. Yasmin. Die haben auch 180 Euro gekostet. Ja, und ich verkaufe sie für 50. Nur? Ja. Wo ist das Geld? Bei mir. Gib. Was? Du kriegst meine TNs? Du kriegst das Geld nicht. Ja, also kriegt der Typ auch keine TNs. Dein aber du hast ja noch. Ja, und? Oder, die oder du nimmst die anderen. Okay, ich gebe dir 5 Euro, dann krieg ich die. Das sind 10%. Ein Egg wird jetzt mit einem Egg geprankt. Und zwar haben wir Eggs Cousinen bestellt. Die sind gerade alle angekommen. Und die süße Maus hier darf leiden. Wir werden dafür sorgen, dass Eggs sich auf dieses Ei setzt, Leute. Und das Ding ist, ich habe Angst. Wisst ihr warum? Weil Alina wird dieses Ei bestimmt mindestens 2 Stunden da gammeln lassen und dann erst wegräumen. Ja. Wenn sie wollen nicht. Gut, Schnauze. Oh mein Gott! Hast du gerade gebläht? Ich hab nicht gebläht. Hab ich gebläht? Ich hab Bauchschmerzen, aber. Was war das gerade? Ich hab nicht gebläht. Ey, du bist so ekelhaft, Alter. Ich hab nicht gebläht. Kommt rein. Ich schwör, ich hab nicht gebläht. Was war das gerade für ein Geräusch? Nein, das kommt nicht. Es ist so eine Bombe geplatzt, Alter. Ich hab nicht gebläht. Digga, das kommt nicht rein, Alter. Ich hab alles, ich hab nicht gebläht. Aber schau wieder. Nein! Ich hab nichts gemacht, okay? Ich hab wirklich nichts gemacht. Sally, ich hab nicht gebläht. Aber du hast auch gehört. Ja? Yeah. Yasmin! Du musst Platz machen. Nein, bleib schon da. Hä? Yasmin, komm. Ich bleib lieber hier. Oh mein Gott! Was? Ich hab mich auf den Eck gesetzt! Ey, sind solche Sch. Alter, ich. Raus! Digga, ihr habt den Eck unter mir gelegt und gesagt, dass ich gebläht habe, Alter. Oh mein Gott! Ich hasse dich, Selina. Bei Gott, ich hasse dich. Okay, Leute, ich fand's ganz lustig. Schreibt gerne Kommentare, Leute, gerne mal weitere Prank-Ideen und wen wir pranken sollen. Mein Gott, sollen wir Tim und Egg pranken? 2 Eggs? Naja, schreibt auf jeden Fall in Kommentare, Leute. Wir sehen uns und ich muss jetzt Egg helfen beim Putzen. Sag, wo der Käse ist.